Der Mai im Mittelalter. Geschichtsfenster, die schnelle Quelle. Der Mai ist der 5. Monat im römischen Kalender und wohl nach der Göttin Maia benannt, die auch teilweise als Gemahlin des Gottes Vulkan bezeichnet wird. Karl der Große gibt ihm den Namen Wonnemonat vom althochdeutschen Wunnimanot, was eigentlich Weidemond bedeutet. Im Mai wurden die Tiere wieder ganztägig auf die Weide getrieben, daher der Name. Aber im Mai liegen auch die Eisheiligen. 5 Heiligentage, die besonders kalt sein sollen, bis zu Bodenfrost. Und das war wiederum wichtig für die Aussaat. Die Aussaat begann erst nach den Eisheiligen. In den Kalenderbildern findet man vor allen Dingen Darstellungen von Tanz und Baden. Bräuche wie der Tanz in den Mai oder Maibäume finden wir schon im Spätmittelalter. Warum das Baden ausgerechnet im Mai gezeigt wird, ist allerdings unklar. Mit Pfingsten liegt zudem eines der wichtigsten Kirchenfeste im Mai, also eine Zeit, in der durchaus viel gefeiert wurde. Ich hoffe, ihr habt auch einiges zu feiern und ich wünsche euch einen wunderschönen Mai.